Wenn du Einfluss nehmen willst, musst du diese Wirklichkeit bewusst wahrnehmen, durchschauen. Musst du vertraut sein mit dieses Aufkommen und Vergehen. Es gibt auf diesem Weg kein Punkten für vergeblich Versuchen. Du kannst dein ganzes Leben versuchen, das Richtige zu machen und nichts erlangen. Du kannst dein ganzes Leben mit deinen Dämonen kämpfen und nichts erlangen. Wenn was du tust nicht funktioniert, keine Wirkung zeigt und du bleibst es aber tun, weil du es für das Richtige haltest, dann erwarte keine anderen Ergebnisse. Wenn du was bewirken willst in dieser Wirklichkeit, musst du in dieser Wirklichkeit leben, musst du die Wirklichkeit wahrnehmen. Und unser allergrößter Hindernis ist die Diskrepanz zwischen unserer Welt von Vorstellungen und der Wirklichkeit. Wir sind ständig dabei, unser Luftschloss zu renovieren. All diese Gedanken in deiner Welt von Vorstellungen, all diese Intentionen, all diese Pläne, all dieses Ringen, Ziehen und Zerren in andere Zeiten, andere Orten. Es ist alles verballerte Energie, verballerte Zeit in ein Traumschloss. Es gibt auf dieser Erde kein Ernte von Projekten im Lala-Land. Gar nichts. Und der Buddha lädt ein, um aus die Wolke runterzukommen. In dieser Körper, der atmet. Zu landen in dieses fühlende Körper, in dieses gestimmte Wahrnehmungsfeld. Um bewusst wahrzunehmen, was da alles abläuft in diese Wolke. Was du da alles zurechtlegst, planst, was du da alles warm haltest an Erinnerung. Vipassana ist ein radikaler Befreiungsweg. Radix Wurzel. Du gehst es in die Wurzeln an, du lernst die Samen zu erkennen. Ein unzufriedener Geist reproduziert sich selbst. Die Einladung ist es, um zu landen in dieser Körper, der atmet, und von dort aufzuwachen in dieser Wirklichkeit und nicht diesen Sprung zu machen in der Wolke. Der kommt schon, deine Gedanken sind schon wichtig, deine Pläne sind schon wichtig, aber in Kontakt mit der Wirklichkeit, geerdet.